Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zurück zu Andi zockt Blank Dream. Und ja, ich weiß, es ist wieder ein Monat her, seit dem letzten Part, und das tut mir auch wahnsinnig leid. Es gab lustigerweise gerade um Weihnachten rum, Silvester und so, wahnsinnig viel zu tun. Dann wollte ich eigentlich letzte Woche schon was aufnehmen, bin aber lustigerweise dann vollste Möhre krank geworden. Von daher, wir haben jetzt Montag, meine Nase ist noch ein bisschen so, ne? Aber trotzdem, legen wir einfach mal los, einfach weil ich wahnsinnig Bock auf das Spiel habe und auch gerade letzte Woche kam nur ein Video hoch und das war noch vom Stream. Das letzte Video kommt diese Woche auf jeden Fall noch hoch, genauso wie neuer Resi-Scheiß. Aber es war einfach so viel privat zu tun, von daher, sorry. So, von daher, ohne lange Vorrede. Boah, ist das laut, leck mir am Arsch. Moment. So, so kann man das doch halbwegs nicht aus. So. Okay, alles klar. So, wenn ich mich nicht falsch entsinne, waren wir doch quasi direkt vor einem Spiegel. Kann das sein? Ich hoffe, dass im Endeffekt das Game jetzt nicht zu leise wird, aber zur Not mache ich es halt ein bisschen lauter. Es ist nur immer so ein Unterschied, wie die Systemlautstärke ist versus Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das hat einfach jetzt hinhaut. Von daher, wenn ich mir übrigens zwischendurch mal die Nase puder und putze, tut mir leid, wisst ihr Bescheid. So, Spiegel. Der Spiegel zeigt Mishiros Reflexion. Wollen wir noch mal gucken, wie ich diesmal in englische Übersetzung bin. Frisch aus der Krankheit raus. 10 Jahre her. Ein Zuhause. Ah, oh, wie süß. Ein sehr bekannter Ort erscheint vor Mishiros Augen. Wie süß. Das ist bestimmt unsere Mama. Oh, Mishiro. Ich mache mich immer noch für die Party fertig, also warte noch ein bisschen. Darf ich mal ganz kurz fragen, warum du dich in der Küche fertig machst? Nach dem Motto, oh, jetzt noch ein bisschen Backpapier. Oh. So. Nervt deinen Vater und deinen Großvater nicht so sehr. Okay, hier steht eine Flasche Grenadine rum und 50 Teller. Mama, die solltest du vielleicht mal einräumen. Nur mal so als Tipp. Eine Steckdose an der Wand. Regale. Mishiro hat sie bisher selber nie geöffnet, oder? Oder hat sie bisher selten selber geöffnet? Okay. Die Frage ist jetzt, wer von den beiden ist der Großvater? Ich tippe einfach mal auf ihn hier. Von daher quatschen wir erst mal mit unserem Papa. Es ist schon ein bisschen länger her, dass du Großvater gesehen hast, hä? Ja, ist es. Oh, Opa, dein ohne Toilette, ey. Oh. Du warst noch so klein damals. Vielleicht erinnerst du dich nicht. Sag ihm auf jeden Fall Hallo. Hallo, Opa. Gibst du mir 20 Mäuse? Oh, süß. Mishiro, du bist so groß geworden. Ich bin es, dein Großvater. Sie haben mein Gesicht für mich gemalt, damit ich hundertprozentig nicht später nochmal auftauche. Ich kann mich noch dran... Boah, mein Hintergrund hat es gerade geändert. Auf dem anderen Bildschirm ist voll irritiert, mega. Ich habe dich nur damals gesehen, als du so klein warst. Kann vermutlich das erste Mal sein, wo du mich wirklich siehst, oder? Du wirst heute 6. Sobald du in die Grundschule gehst, wirst du alle möglichen Sachen lernen. Happy Birthday. Okay, wir haben anscheinend Geburtstag. Ein Fernseher. Den habe ich als... den habe ich damals nicht oft benutzt. Also reicht ein kleiner. Okay. Was zum Teufel sind Tweezers? They conduct electricity. Ja, das beschämt mich als IT-Systemelektroniker ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nur, um das einmal klarzustellen, Dad. Nur heute. Ich weiß. Das reicht mir auch. Für den Rest kannst du ruhig so vorgehen, wie du möchtest. Wie läuft's mit deiner Frau? Sie ist nicht länger eine Uzui. Kommentare bitte. sie wird nicht mehr mit mir zu tun haben jetzt. Und wie ist es mit Tamaki? Ich zweifle mal, dass sie möchte, dass ich sie kontaktiere. Selbst wenn es um Geld geht, nichts.
Also, ich denke mal, keine Reaktion. Es gibt so viel, es gibt zu viel, was ich sagen will. Aber heute ist ein glücklicher Tag. Lass uns das einfach alles vergessen für Mishiro. Also, was ich da so ein bisschen sense, ist einfach mal, dass die irgendwie einen sehr harten Clinch hatten und sich deswegen diese 6 Jahre oder so oder 5 Jahre nicht gesehen haben, aber sie ihn jetzt halt für den Geburtstag eingeladen haben. Oder vielleicht wollte er auch selber dabei sein. Die haben gesagt, ja gut, für die Kleine machen wir das mal. Wie du magst. Also er scheint irgendwie vollkommen, jetzt gerade so vollkommen nett zu sein, vermutlich auch, weil er seine Enkelin einfach sieht. Aber da muss irgendwas Krasses vorgefallen sein und mich würde derbst interessieren, was. Aber bist du immer noch nicht fertig? Boah. Ich quatsch jetzt noch mit euch, ey. Ist ja noch nicht viel. Haben wir schon. Hi, Opa. Haben wir auch schon. Was kann ich hier mit den Tweezers machen? Die kann ich ja bestimmt hier in den Strom stecken. 100%ig. Dann muss ich so halt rangehen. Eine Steckdose. Es ist gefährlich, Metall da rein zu tun. Vor allen Dingen, wenn man nasse Hände hat. Oh, dann brauchen wir also noch nasse Hände. Danke, Framerate. Läuft bei dir. Ich hoffe, dass der jetzt noch halbwegs aufnimmt. Weird. Vermute, ich habe da gerade so einen ganz kleinen Cut gesehen, warum auch immer mein Aufnahmeprogramm gesagt hat, oh, ich kacke jetzt mal kurz ab. Aber ich hoffe, dass er jetzt noch alles aufgenommen hat. Ich werde aber zur Sicherheit mal auf separaten Speicherständen speichern. Ich weiß es nämlich nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Weil auf einmal gehen die Frames auf Null, auf einmal... deswegen habt ihr, glaube ich, es gerade gesehen. So. Müssen wir uns wieder umbringen? Dann waschen wir uns mal kurz die Hände. Jo. Oh, dass deine Hände gewaschen, ohne dass du mir Bescheid gesagt hast. Trockne sie auf jeden Fall ab. Ja, mache ich auf jeden Fall. Mache ich hier direkt. Hier, guck mal, mache ich hier direkt. Ich muss dazu mal eine lustige Geschichte loswerden, auch wenn sie vielleicht nicht so lustig ist. Aber es ist eine Geschichte, die ist mir passiert, als ich, und jetzt lasst mich nicht lügen, in der 2. oder 3. Klasse war. Und ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt diese Christbaumkugeln, die dadurch gehalten werden, dass da so ein Draht ist, der da quasi so reingeht. Und ich war gerade mit einem Kollegen am Quatschen übers Telefon und ich war anscheinend geistig volle Möhre umnachtet, denn ich habe die da rausgenommen und das war quasi wie so eine offene Büroklammer, so ein Halbkreis aus Metall halt, ne? Und ich bin so geistig dement und klotzt das Ding volle Möhre in den Strom, batzt natürlich ordentlich und danach haben wir erstmal die Finger gebrannt. Es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber ja, dämlich und so. Was sie jetzt gerade macht, ist glaube ich noch dümmer, oder auch beabsichtigt dumm, einfach weil sie hat, ich denke mal, 2 Metallstäbe oder so eine Metallgabel, auf jeden Fall das da reinlutzen, dass halt eben der Strom durch ihren ganzen Körper fährt und sich vermutlich umbringt. Wirklich? Hör mal, ich komme ansonsten nicht weiter, Mann. Ich kann das doch nicht anders, oder? Aua. Und es war richtig. Was ich mich dabei immer frage, ich meine, sie kann sich ja schlecht 8-mal selber umgebracht haben, denn es wird ja mehr als 2 Spiegel geben und wir haben ja schon mal gesehen, dass er sich im See ersoffen hat, was ja vermutlich ihr wirklicher Todesgrund ist. Das Ding ist, wie an meiner Geschichte gerade schön erklärt, stirbt man davon nicht zwingend. Kommt halt sehr stark auf die Umstände an. Von daher frage ich mich, ist sie jetzt wirklich gestorben? Müssen wir immer in diesen Szenarien ihren Tod irgendwie rauskriegen oder so? Gibt es Alternative? Keine Ahnung. Als Mishiro wieder zu sich kam, stand sie wieder vor dem Spiegel. Auch wenn sie sich fühlt, als ob ihre Muskeln steif geworden wären, hatte sie kein Taubheitsgefühl in ihren Extremitäten, also hier Arme und so. Ja, ich war das einzige Kind mit 3 Familienmitgliedern. Meine Mama war Shika, mein Dad war Shinji. Und an meinem 6. Geburtstag kam mein Großvater Rinzu zu Besuch. Es ist eine sehr weit entfernte Erinnerung, aber irgendwie fühlte ich mich, als hätte ich an diesem Tag wirklich Spaß gehabt. Die Frage, ist das jetzt halt wirklich passiert? Gerade als Mishiro ihr ein Stück ihrer Erinnerung wieder erlangt hat, fühlte sie, als ob sie irgendwas anderes Wichtiges verloren hätte. Boah, das hat irgendeine voll diepe Bedeutung, bin ich mir voll sicher.
Von daher, wir speichern einfach mal hier. Denn sollte ich nachspielen müssen, weil mein Programm wieder mal mein Penner sein soll. Wow! The fuck? Ich check mal gerade ganz kurz, ob das Programm aufgenommen hat. Ach du Scheiße. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und ich habe keinerlei Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber gibt's hier noch irgendwas? Der Spiegel ist zerbrochen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir wieder zurück in den Raum reinlaufen, weil das oft so ist. Ja. Das sah gut aus, oder? Müssen wir verstehen bleiben? Okay, sie läuft einmal ganz kurz nach rechts. Vielleicht können wir da vorbeisprinten. Ich habe so die Befürchtung. Wir können ja sprinten. Weil ansonsten laufen wir direkt in die Arme. Komm. Jetzt! Verdammte Scheiße! Oder wir müssen direkt nach rechts laufen. Fuck, ich hasse so Passagen, ey. Oh, gut, dass ich gespeichert habe, ey. Lauf, 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 lauf! Verdammte Scheiße! Ah, ich hasse es, ey. Sie ist vor allen Dingen ganz, ganz kleinen Tacken schneller als man selber. Ah, for fuck's sake, ey. Ist immer so ein Nein! Ja, 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 ja. Oh, oh. Wie ist das eigentlich? Einfach nur mal, ich kann ja da oben speichern jetzt. Aus purer Neugierde, wenn ich jetzt wieder in den Raum rein möchte. Speichern wir mal hier, auch wenn ich es eigentlich nicht gebraucht hätte, einen extra Speicherstand nochmal zu machen. Aber einfach aus Neugierde. Jetzt ist wieder alles normal. Die Mucke, muss ich jetzt mal auch mal ganz ehrlich betonen, ist auch richtig gut wieder hier. Und hier können wir, denke ich mal, jetzt runter, ne? Ja, das sieht ja wieder mal einladend aus, ey. Wahnsinn. So, hier ist noch ein Spiegel? Okay. Ah, ich glaube, das ist eine Erinnerung von dem anderen Dude da. Der Spiegel zeigt Ryotaros Reflexion. Scheint sich nicht viel verändert zu haben. Sieht immer noch so aus wie Mishiro. Oder so. Okay, müssen wir da vielleicht mit den anderen hin? Weil ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt, dass es hier auch, dass man hier so auch viel über die anderen Charaktere lernen kann. Von daher, das ist vermutlich auch gekennzeichnet hierdurch. Das Spiel leckt ein wenig, wenn ich hier zu schnell laufe. Digga, komm mal mit! Bla bla bla. Okay, jo, dann komm mal mit. Komm mal mit, Kollege. Ich habe hier einen Spiegel für dich. So muss man die vermutlich dann... Boah, ihr habt euch aber echt was Gutes ausgedacht, ey. Also... Ich meine, es macht ja Sinn, dass sie nicht in die Erinnerung von den anderen reinschauen kann. Sondern, dass man die anderen dann dahin leiten muss. Finde ich, ist ein sehr cooles Konzept auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Der Spiegel zeigt Ryotaros Spiegelbild. Oh, das ist ja mal was. Egal wer vor dem Spiegel steht, er reflektiert immer mich. Das ist nicht irgendein Magietrick oder so, ne? Naja, ich sollte mich besser mal vorbereiten. Können wir da auch jetzt reingucken? Ich meine, wäre natürlich mega interessant. 5 Jahre her, ein Telefonanruf. Hallo, Schwester? Wieso rufst du mich an? Das junge Mädchen auf der Neujahrskarte, also auf dem Bild, ist das deine Tochterschwester? Kannst du das nicht selber erkennen? Würde ich ein Foto von einer Mutter, einem Vater und einem vollkommen Unbekannten auf eine Karte packen? Hm, macht schon Sinn. Also, was ist mit ihr? Sie sieht genauso wie du aus, als du noch klein warst. Aber zur selben Zeit viel süßer.
Yotaro, willst du mich verarschen? Willst du irgendeinen Streit anfangen oder so? Nein, ich will ihr eigentlich nur ein Kompliment machen. Irgendwas an ihr ist so bezaubernd. Vielleicht heißt das so viel wie, weil das kann jetzt Zweile heißen, deswegen war ich am Anfang so schockiert. Ich meine nicht, ich denke nicht, dass es heißt, ja, dann kriegt sie mehr von ihm als von mir, Prügel oder so eine Scheiße, sondern sie hat vermutlich mehr von ihm als von mir, also von dem Mann. Deswegen ist sie süßer. Und ich dachte zuerst so, hä? The fuck? Genau das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Und ich würde es bevorzugen, wenn deine Komplimente ein bisschen mehr so wären, dass sie nicht dafür sorgen, dass ich eine Gänsehaut an meinem Rücken herabkriechen merke. Denn ich persönlich muss auch sagen, das klang so ein ganz kleines bisschen wie so ein Kindesmissbraucher. Nach dem Motto, oh, sie ist aber schon sehr süß, ne? Was irgendwie echt creepy ist. Das war auch so ein Gedanke kurz, den ich hatte. Nein, missversteht mich nicht falsch, Schwester. Ich will, dass du weißt, dass es nichts dergleichen ist. Du kannst es nicht verstecken. Die ganze Sengoku-Familie tauscht Gerüchte dabei aus, dass du ein Ding für kleine Kinder hast. Ernsthaft? Frag doch einfach mal Mama. Aber es ist wirklich nicht so. Ich sehe nichts Anrüchiges an denen, wirklich. Du wirst 30. Denk endlich mal über eine Ehe nach. Eine Braut sollte diese verdammten Gerüchte aus der Welt schaffen. Sie redet mir immer wieder die Ohren ab. Wie sonst auch immer. Naja, Grüße an deine Tochter. Ja, ja, tschüss. Es ist wirklich nichts Anrüchiges. Ich sehe nur Schönheit da. Okay, es ist so creepy, dass ich mir kurz die Nase putzen muss. Moment. Blup. Boah, ein Glück hat Lisa mich am Wochenende wieder gesund gepflegt, ey. Am Freitag war ich so am Arsch, ohne Witz, ey. Richtig ekelhaft. Ich war nämlich mit einem Arbeitskollegen, waren wir Störungen fahren. Wir waren unter anderem auch 3 Stunden im Krankenhaus da. Als wir beide dann da rausgingen, so eine Stunde oder zwei später, wir beide so, boah, ist auch so Halsschmerzen. Als ich Freitagmorgen aufgewacht bin, boah. Blah. So, war zurück. Ich verstehe. Ich erinnere mich. Oh Mann, was für ein böser Spiegel. Wieso eine Erinnerung wie diese? Ich glaube, ich brauche dich nicht zu fragen, ob du das auch gerade gesehen hast. Ich will ihn eigentlich nicht verurteilen. Weil die Erinnerung ist ein ganz kleines bisschen unschlüssig. Ich meine, gerade der letzte Satz ist so nach dem Motto, nein, nichts Anrüchiges, ich sehe nur Schönheit. Man könnte halt das so ein bisschen sehen. Aber ich würde es halt gerne erstmal von ihm hören. Wenn es denn wirklich so ist, kann er von mir aus in der 7. Hölle verrotten. Je nachdem. Ich muss dazu aber auch ganz kurz mal sagen, es gibt da wirklich auch Leute, die machen das nicht und die gehen dann auch selber in eine Psychiatrie oder so, lassen sich einweisen, damit sie nichts an kleinen Kindern machen. Wo ich sage, hey, so ist vollkommen in Ordnung so. Aber ist halt wahnsinnig schwierig, ganz ehrlich. Aber ich nehme mal das erste und hoffe, dass er vielleicht von der positiven Sorte ist. Nein, keine kranken Gelüste oder so. Da bin ich nicht hinterher. Ich sehe sie nur als eine Art von Schönheit, die man in hohen Würden halten sollte. Sorry, wenn meine Übersetzungen volle Möhre für den Arsch sind. Ich habe echt kein Verlangen, sie auch in irgendeiner Weise zu nerven oder sonst was. Bitte versteh das. Willst du den Spiegel nicht zerbrechen? Zerbrechen? Wieso? Ich meine, vielleicht. Vielleicht ist es eine Erinnerung, an die ich mich besser nicht erinnern sollte. Aber es ist nun mal meine Erinnerung und ich bin schon tot. Also warum soll ich sie wegwerfen? Nun, naja, ich sollte dir danken. Damit habe ich ein Stück meiner Erinnerung wieder. Nun, wir sollten weg von diesem komischen Ort. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du nochmal so einen Spiegel finden solltest. Okay, sie transportieren einen schon mal raus, was ich cool finde. Was ich nicht cool finde, ist, dass das Licht hier nicht an ist. Das finde ich dezent schwul. Denn so hätte ich jetzt gewusst, okay, in jedem gibt es zwei Orte, an denen man was suchen kann. Ich vermute jetzt einfach mal, ich habe hier alles. Da ich es aber nicht weiß und ich möchte wirklich alle Geschichten mitnehmen,
Speichere ich mal zwischendurch und check nochmal den ganzen Ort. Hier bist du. Kannst du noch irgendwas für mich tun? Schätzelein. Okay, du kannst nichts mehr für mich tun. Hier ist auch kein Spiegel oder irgendeine alternative Tür. Aber ist schon cool, vor allem, da man gerade so über die ganzen Charaktere noch ein bisschen mehr erfahren kann. Also ich glaube, durch die silberne Tür komme ich noch nicht. Ja, genau. Den Hammer habe ich mir schon geholt. Habe ich einen Schlüssel für die... Ne, ich habe nur den Bronzeschlüssel. Habe ich da noch Türen offen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich will nicht durch dieses Blut die ganze Zeit laufen, ey. So, hier unten war, glaube ich, nur dieser Podestraum für die Puppe, die jetzt weg ist. Die alte Blöde. Aber ich glaube, dann war es das hier erstmal, weil unten war ja nur der andere Raum und die wären blöd, wenn sie zwei nebeneinander stellen würden. Wie heißt der Raum eigentlich? Vielleicht gibt es da auch immer so ein, zwei Schlüsse. Ich wusste, dass es das Reich der Liebe ist, ey. Das macht die Sache nicht weniger creepy. Oh, das ist die Goldtür, okay. Ich guck super gerne nochmal hier kurz durch. Ich glaube, da hinten war nämlich noch eine silberne Tür. Kann das sein? Ich würde mal gerade ganz gerne hier ein bisschen durchspeeden. Falls das Game um meine Framerate das hergibt, aber bei 59 Frames sieht das Ganze ganz gut aus. Okay, hier komme ich noch nicht durch. Vielleicht sind das auch so Sachen, wo man noch ein bisschen backtracken muss, um halt später nochmal Erinnerungen sich zu holen. So, hier war der Spiegel, bei dem wir schon gewesen sind. Dann ist hier jemand auf uns zugelaufen. Das scheint irgendwie so ein kleines Team zu sein. Sobald ein Spiegel irgendwo auftaucht und wir ihn zerbrechen, läuft irgendein Viech auf uns zu. Hier war nichts. Den Raum hatte ich schon komplett durchsucht. Und hier war nur der Baum, den wir zerhackstückelt haben. Der hackfleischhassende Zacker. Okay. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube nämlich, wir haben noch ein, zwei andere Türchen offen. Du bist auch eine Bronzetür, oder? Ja. Das Reich der Schönheit. Ja, sieht nicht so schön hier aus. Ich werde mich bestimmt nicht darunter stellen, nur dass der, das Kerzending da oben. Nee, ich will erstmal einen Speicherpunkt, Freunde. So, nicht. Ich hasse es, wenn die Musik auch... Wow! Wow! Ich hasse es, wenn die Musik aussetzt. Ich weiß schon, warum ich einen Speicherpunkt haben wollte, ey. So, die Erinnerung von ihm haben wir uns jetzt zum Glück gesnackt. Wir speichern nochmal hier ganz kurz. Kann ich denn... Sagst du irgendwas Cooles Neues? Okay. Sagst du noch irgendwas Tolles? Okay, du hast dasselbe noch nicht. Aber cool, dass er jetzt darauf anspricht, nach dem Motto, ey, das sollte jetzt nicht so ans Licht und so. Ich vermute, dass ich sterbe, wenn ich hier runtergehe. Obviously. Ditte war klar. Und ich wette, ich laufe da noch einmal hundertprozentig einfach nur durch Zufall rein, wie ich mich kenne. Boah, der Song ist richtig gut. Ich glaube, ich ziehe mir den mal aufs Handy, ey. Der ist richtig entspannend, ganz ehrlich. Auch wenn er auch ein bisschen creepy ist. Aber die Musik ist echt klasse. Vor allem dafür, dass es schon wieder so ein Freeware... Und da oben ist der Drecksspeicherpunkt. Dafür, dass es quasi ein Freeware-Game ist, sag ich mal. So, ich glaube, ich kann aber nicht vor dir abhauen, oder? Ich habe eh gespeichert. Muss ich mich an dir vorbeischleichen? Kann es das sein? Du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Ich glaube, an der Glasscherbe muss ich mich gleich orientieren. So, wie läufst du? Läufst du hier durch die Glasscherbe? Nee, du läufst hier hinten durch. Okay. Sobald du an der Glasscherbe bist. Jetzt. Ich darf auf jeden Fall nicht selber in die Glasscherben laufen, ansonsten bin ich quasi tot. Oh, for fuck's sake. So, was gibt's denn hier Tolles? Irgendwas Blaues. Irgendeine Flasche mit irgendeiner blauen Flüssigkeit. Blaue Farbe. Wer bist du?
Ich muss jetzt hier bitte nicht rauslaufen, hallo? Geh raus. Verschwinde. Yo, 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 gerne, 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 gerne. Bin schon weg, bin schon weg, bin schon weg, tschüss! Holy fuck. Und jetzt bin ich bin so ein Typ, der normalerweise jetzt in den Kronleuchter läuft. Ihr kennt mich ja. Ich werde jetzt aber nochmal hier reingehen. Ist sie weg? Sie ist weg. War klar. Fuck, bitch. Ich will mir da oben nochmal die Dinger anschauen. Alles nur zerbrochen und schmutzige Flaschen. Okay. Das heißt, dass die blaue Farbe echt das einzige Ding ist, warum wir hier rein müssen. For fuck's sake. Ich wusste, dass sie mich verfolgt, ey. Boah. So, was macht denn der Switch? Da ist auf jeden Fall wieder ein Gang runter. Vielleicht sind das so die Anzeichen dafür, dass es da vielleicht einen zweiten Spiegel gibt. Ein Teddybär mit runden Augen, süß. Das ist ein Schalter. Ich glaube, ich habe einen Plan, was das hätte sein können. Und ich möchte das mal gerade ganz kurz checken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich Spikes vielleicht aus dem Boden jetzt raus sein können. Wisst ihr, was ich meine? Ha, ich wusste es. Aber ich speichere vorher. Ich bin da nicht blöd. Nee, nee, nee. Vielleicht ist da jetzt ein zweiter Spiegel. Das würde nämlich ein ganz kleines bisschen Sinn machen. Weil so kann man nochmal die Rätsel ein bisschen aufteilen. Eine Tür, okay. Ah, alles klar. Hier ist ein weiterer Spiegel. Sieht man jetzt die andere? Ja, alles klar, dann gehen wir sie holen. Wunderbar, dann gibt es noch ein bisschen Backstory. Woohoo! Boah, ich bin echt guter Dinge, dass wir hier vielleicht sogar alle Dinger rausholen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht sind sie sogar Ending-relevant, dass man wirklich von sämtlichen Leuten hätte ich den Spiegel das ansprechen müssen. Bitte nicht. Bitte nicht, ich war in dem Spiegelraum. Bitte nicht. Oh Gott, come on. Okay, dann backtracken wir nochmal. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass man entweder den Großvater von ihr wieder sieht oder dass er vielleicht sogar noch in dem Ramy auftaucht. Also wir kriegen, denke ich mal, auf jeden Fall vielleicht noch eine dritte, andere Person hier rein. Jetzt muss ich echt erst den Spiegel ansprechen, ey. Ich meine, macht Sinn, weil dann erst der Switch aktiviert ist. Zack, The Mirror Show, also Yuzu, bla bla bla, haben wir ja gesehen. Jetzt müssen wir wieder zurück und so holen. Den Fehler mache ich einmal nie wieder, ey. Aber ist wirklich cool gemacht, dass man auch so ein bisschen backtrackt und so. Genauso stelle ich mir gutes Level-Design vor, dass ein Level nicht einfach ist, yo, durch, fertig, tschüss, next Level. Und du kommst nie wieder hin, sondern das ist wirklich so nach dem Motto, es fühlt sich an wie eine Welt. Dass es auch so ein bisschen untereinander verbunden ist. Ich mag so Level-Design. So. Hä? Du hast mich in einem der Spiegel gesehen? Wow, Michiro, was für eine Entdeckung. Bitte zeigt mir den Weg. Wenn wir da zusammen hingehen, sind die Reiche mit Sicherheit nicht mehr so gruselig. So, dann Düsum. Ich bin mal gespannt, was bei ihr hinter ist. Vielleicht. Es ist ja theoretisch ein Ort, wo Selbstmörder sind. Ich bin mal gespannt, was bei ihr ist. Vielleicht hat sie, nur mal ins Blaue geraten. Irgendein Kind gemobbt oder ist extrem gemobbt worden. Irgendwas mit Mobbing könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Erstmal Nase putzen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ah, du hast recht, es ist wirklich ich. Irgendwie bin ich auf einmal voll nervös. Aber es sind halt meine Erinnerungen. Ich muss mich an sie erinnern. Guck. Oh, ist so hell. Ein Glück habe ich jetzt meine Lampe wieder. Habe ich halb repariert, weil eines der 8 Jahre her, Mittelschule, eins der Kabel rausgeflogen ist, ey. Und das Licht brauche ich gar nicht mit aufnehmen. Ist voll schrecklich. Während der Mittagspause habe ich mich, also ich, Yuzu Hanasaki, mich auf meinen Platz gesetzt und geseufzt. Ich glaube, audacious. Boah, das Wort habe ich lustigerweise vor ein paar Tagen noch nachgeschaut, aber ich weiß es echt nicht mehr. 13-Jährige scheinen immer so, ich sag jetzt einfach mal lebensfroh, weil es einfach Sinn macht im Satzzusammenhang. Wirken einfach so, so aufgeweckt und lebensfroh. Aber sie haben auch ihre Sorgen und ihren innerlichen Konflikt. Hanasaki. Hä? Oh, was?
The Day Duty Diary, okay. Ich glaube, das ist sowas wie die Tagespflicht, die die haben. Also so eine Art Klassenbuch für Aufräumen und so. Du bist heute dran. Also der Lehrer... Ah, das stimmt. Vielen Dank, Otsuro. Die ganzen Namen, ey. Oh ja, das war's. Ah. Wieder einmal konnten wir nicht weiterreden. Auch wenn ich mich schon sehr lange danach gesehnt habe, mit dir ein bisschen mehr zu quatschen. Ich, Yuzo Hanasaki, aus Captivated bei Otsuro. Steht sie auf sie? War von ihr total begeistert. Irgendwie sowas. Sie war so anders als die anderen Schüler. Ein Mädchen mit wenigen Worten, mit einer mysteriösen Luft, also einer mysteriösen Ausstrahlung. Langen Wimpern, die immer so müde wirkt. Und ihre Haut und ihre Haare waren so weiß wie der Schnee. Es war anscheinend eine Art von Albinoismus. Ihr wisst, was ich meine. Zuerst dachte ich, dass ich nur mit ihr befreundet sein wollte. Aber dann habe ich irgendwann realisiert, dass es das nicht war. Selbst wenn es irgendeine Art Puppenliebe gewesen ist, habe ich mich in sie verliebt. Ich muss jetzt einfach mal, und das passt jetzt gerade auch, ich muss jetzt gerade einfach mal Spielen Props geben, die auch so eine Beziehung aufbauen oder auch einfach mal Homosexualität einfach mal thematisieren. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist Persona 4, wo es Kanji so ein bisschen nachgesagt wird und gerade in seinem Dungeon, was halt eben sein Inneres zeigt, ist auch deutlich gemacht wird, dass er da auch Interesse hat oder einfach vielleicht sich seiner Sexualität nicht so, weiß ich nicht, sich nicht so sicher ist. Aber ich finde es einfach ein Thema, das auch mal cool ist in Spielen, dass einfach sowas auch drin ist, dass ein Mädel nicht immer auf einen Dude fliegen muss, sondern dass sie auch mal sich in ein anderes Mädel verlieben kann, weil das auch ein ganz normaler Alltag ist in irgendeinem Leben von einem Mädchen. Und ich find's schön, dass auch sowas mal in einem Videospiel signalisiert wird. Und das musst du jetzt einfach mal raus. Ich gebe da einmal große Props für. Und ich glaube, ich war es Danganronpa, wo es auch mal ganz kurz thematisiert wurde. Auf jeden Fall, ich feiere sowas immer, wenn ich sehe. Einfach weil ich mich freue, dass es auch ins Spiel wirklich reingefunden hat. Es ist nicht immer so dieser, übertreibe jetzt einfach mal, dieses Duke Nukem, oh, lutscht meine Bälle, ist, weißt du? Ich finde es einfach schön, das einfach mal so reinzubauen. Ich finde, es passt in das Spiel auch ganz gut rein. Es ist komisch, oder nicht? Aber es hat mir Sorgen bereitet. Ich liebte sie. Aber zur selben Zeit war ich zurückgehalten von der Idee, ein Mädchen zu lieben. Ich wollte mich auf jeden Fall besser mit ihr anfreunden. Nicht als Liebhaber, aber als guter Freund. Und sowas ist halt eben immer auch super, super schwierig, gerade in sehr, ich sag jetzt einfach mal, altbackenen Gegenden oder, das nehmen wir jetzt einfach mal als Extrembeispiel Texas. Oder was weiß ich, irgendeine sehr altbackene Familientradition, wo es halt eben nicht erlaubt ist, dass Gleichgeschlechtliche eine Art Beziehung aufbauen. Das halt eben auch als Bild von den Eltern in die Kinder reingedrückt wird. Und wenn sie halt eben diese Gefühle halt haben, dann halt eben sagen, oh, es ist was Falsches. Und ich finde gerade, dass auch solche Spieler dann zeigen, nein, es ist nichts Falsches. Es ist scheiße, dass es den Kindern so eingeredet wird, aber ihr solltet lieben, wen ihr wollt. Ganz ehrlich. Das nur mal so am Rande. Ich habe mich erinnert. Hier ist es halt, ich kann da nicht aufhören, drüber zu reden. Es ist hier halt auch peinlich. Was einfach, ich finde gerade, das merke ich gerade, das Spiel zeigt es einfach super bebildert, beziehungsweise super erzählt, dass es hier peinlich ist. Dass sie sagt, okay, ich bin damit so ein bisschen abnormal. Dass ich ein Mädchen liebe, sie versucht abzutun, was sie wirklich ist. Und das ist irgendwie blöd und traurig. Und ja, das stimmt. Das sind die Erinnerungen von mir, als ich 13 war, okay? Du hast sie auch gesehen, Mishiro, oder? Ich bin ein bisschen peinlich berührt. It's a fucking free country. Danke? Willst du den Spiegel nicht zerbrechen? Hä? Zerbrechen? Wieso? Na sicher, ich will nicht, dass jeder das sieht. Aber ich muss bei ihnen sein, wenn sie da reinschauen wollen. Also es ist vollkommen in Ordnung, den nicht zu zerbrechen. Auf jeden Fall danke, Mishiro. Dank dir habe ich endlich etwas anderes über mich in Erinnerung gerufen. Lass uns zurückgehen. Erzähl mir nochmal, falls irgendwie noch sein Spiegel mal auftaucht.
Und gerade für sowas lohnt sich eigentlich schon, diese Spiegel zu sammeln, ganz ehrlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist extrem interessant, gerade, dass wir jetzt gerade so unterschiedliche Dinge haben und auch vor allem, dass die beiden aus einem guten Grund vor allem ihre Spiegel nicht zerbrechen wollen. Finde ich super interessant eigentlich. Vor allem halt eben dieses, ja, warum ist so eine schöne Erinnerung theoretisch? Ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber ha, was soll's. Finde ich irgendwie echt cool. Kann ich ihn wieder zurücksetzen? Okay, ich dachte mir, vielleicht ist das so, das geht auf, das geht zu und dann wechselt man das vielleicht. Aber okay, umso besser. Mit dir würde ich ganz gerne als letztes reden. Wir haben auf jeden Fall schon mal die blaue Farbe, ne? Clear Blue Paint, ja. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Türen. Dieses Blut, ey. Sei nicht gierig. Mach hinter dir sauber. Shit, shit, shit. Mach hinter dir sauber. Okay, da komme ich anscheinend so rüber. Ich muss vermutlich da ein neues Brett drauflegen, was ich da nicht kriege. Das heißt, da kommen wir später erst zu. Es wird, oh, knapp. Es wird vermutlich auch nicht im Raum gegenüber liegen, sondern vermutlich eher hier. Oh, noch mehr Türen, ey. Ich bin das lebende Gemälde, Julia Maria. Ich kann sprechen. Und Blut rennt durch mich. Das ist aber in diesem einsamen Platz relativ egal. Also bleib bitte noch ein bisschen für mich, bei mir, okay? Ich habe das Gefühl, dass wenn ich sie... Du, wie konntest du? Für was? Okay, ich habe anscheinend... okay. Ich habe anscheinend... Vielleicht brauche ich noch eine Glasflasche, wo ich das Rote reinfüllen kann. Und dann kann ich es kombinieren und dann habe ich Lila irgendwie so. Also muss ich sie vermutlich umbringen. Wähle weise. Okay. Okay, okay, okay. Hier? Nicht? Nehmen wir mal... Ich gehe jetzt... Oder muss ich beim anderen Schild zurück? Ich wette, ich wäre gestorben, wenn ich an den beiden vorbeigelaufen wäre, weil der Kronleuchter runtergedroppt wäre. Wetten? So, hallo! Ich hätte ganz gerne ein bisschen was von deinem roten Blut. Ja, dankeschön. Michiro hat das Blut des Gemäldes in eine leere Flasche gefüllt. Yippie! Erzähl mir nicht, du hättest das dafür getan! Ich drück schon mal rechts und laufen. Das Gemälde fällt still auf den Boden. Oder ist still geworden. Ich gehe mal ganz kurz speichern und nach. Okay. Ich gehe mal wieder reingucken. Erstmal speichern, immer ganz wichtig, okay. Holy shit, ey. Entschuldigung. Nein, das Gemälde ist weg. Nein. Das verfolgt mich jetzt 100%ig, ey. Scheiße. Gehen wir mal hier oben hoch, da waren wir nämlich noch nicht. Vielleicht braucht der Künstler auch einfach nur Farbe. Okay, gehen wir mal zum Künstler, dann kann er uns bestimmt sagen, was er... Nein, da wollte ich nicht rein, die töten mich nur wieder hier. Kann der Künstler uns bestimmt sagen, was er braucht. Künstler, wie sieht's aus? Eine Welle. Eine sich hebende Welle des artistischen Blablas in mir. Hebt sich in mir.
Mein Arm ist ein göttliches Werkzeug. Es kreiert Leben mit einem Pinsel und Farbe. Es ist meine Pflicht, die Schönheit des Lebens auf dieser weißen Oberfläche zu malen. Irgendwer bringt mir doch bitte Farbe, die Wurzel des Lebens. Ja, ich geb dir die Knife, Bitch! Hier, Blaufarbe. Oh, ist das Blaufarbe? Gut, gut. Aber noch nicht. Ich brauche noch ein paar Farben für die volle Expression. Ich hab da noch Rot. Oh, die rote Farbe. Gut, aber ich brauche noch mehr. Mehr Farbe. Ja, ist ja gut, Alter. Kriegst deine Farbe ja. Kein Thema. Kicken wir doch einfach mal weiter. So, hier muss doch bestimmt noch irgendwie was sein. Okay, hier gibt's keinen Weg. Ich will wissen, was dahinter ist. Okay, hier wäre... Na, die sagen, don't be greedy, aber ich fall da sowieso rein. Von da können wir gucken, was hier passiert. Kann ich vielleicht das Gold benutzen? Schade, das wäre ziemlich cool. Obviously. Man muss hundertprozentig da noch mehr machen. Aber was? Komme ich hier rein? Natürlich nicht. Ich würde gerne nochmal in den Raum hier rein. Weil vielleicht gibt es etwas, das ich übersehen habe, weil da hinten war auch noch mal ein Herzschild. Hallo? Ne, hier ist nix. Ist nix. Hier ist auch nix. Komm mal, kann er auch nicht jetzt gewesen sein hier, Freunde. Ist hier noch was? Ne, ne? Ich wette, wenn ich hier durchlaufe. War klar. War klar. Hab ich gewusst. Ist doch gewusst. Ja, Dead End, ich weiß. Ich weiß, ist okay. Ist okay. So. Gibt ja nicht mehr viele Türen. Also er braucht noch mehr Farbe. Ich weiß, dass da hinten noch was ist. Hier ist ja mal dezent null. Vielleicht hier? Ne, hier ist mal so dezent gar nichts mehr. Das haben wir ja erledigt hier. Ne? Ne? Ich meine, der Rest ist ja total Kokolores, den wir hier noch haben. Farbe können wir nicht benutzen. Hier ist ja nur der Teddybär. Man muss doch vielleicht hier irgendwo noch ein Holzbrett kriegen. Vielleicht ist in irgendeiner der Boxen da ein Holzbrett. Weil theoretisch müsste das Rätsel ja im Raum gelöst sein. Ist leer. Ha! Kann ich die vielleicht hier hinlegen? Halt so. Ja, ich kann da drüben dann nochmal zurück, denke ich mal. Yo. Yo. Warum? Warum, warum, warum? Muss ich das vielleicht... Wieso gucken die Kollegen mich jetzt schon so scheiße an, ey? Okay. Alles klar, wir nehmen uns die Planke raus. Aber die beiden Dudes gucken mich doch gerade gar nicht an. Okay. Okay. Normalerweise läuft das nicht so, aber okay. Das muss doch irgendwie machbar sein, Freunde. Ich bin da ja gerade echt derbst am Überlegen. So, das nehmen wir mal mit. Die beiden gucken mich übel an. Normal. Ich bin so doof, ey. Ist doch klar, die Planke ist zu schwer, um sie mitzunehmen. Duh. Deswegen haben sie nochmal gesagt, ist schwer, aber ist nicht zu schwer, sie zu tragen. Aber klar, dass die Kleine dann einbricht. Macht ja auch irgendwie Sinn, so. Wir nehmen uns auf jeden Fall die Planke.
knackern die Planke hier hin. Rennen dann einmal Kavoms hier drüber. Das Gold können wir behalten, Freunde. So, dann gehen wir mal hier drüber. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur zurücklaufen und die Planke nehmen. Aber okay. Das Einzige, was mich jetzt ein ganz kleines bisschen beunruhigt, ist, dass wir uns da theoretisch da hinten das Ding rausnehmen. Aber vielleicht sehen sie das nicht. Aber dann hätten sie auch das Gold nicht gesehen. Ich bezweifle jetzt auch einfach mal, dass man das Gold mitnehmen kann. Aber gucken wir einfach mal, was die Augen sagen. Ansonsten brauchen wir eine Ersatzflasche. Warum sollen wir uns eine Flasche holen, wenn wir uns irgendwo eine Ersatzflasche holen? Wisst ihr, was ich meine? So, wir gehen hier rüber hin. Schnappen uns Ditte, danke. Gehen hier rüber zurück. Gehen eine extra Runde so. Knacken die wieder hier drauf. Und können raus. Yes! Wuhu! Wunderbar. So, also ich würde jetzt gerne mal speichern. Ich denke, dass wir oben noch das Wasser brauchen. Vielleicht. Damit er das ein bisschen vermischen kann. Weil ansonsten habe ich auch irgendwie keine Flüssigkeit mehr im Kopf. Hier halt, ne? Nehmen wir mal die Flasche. Vielleicht können wir auch damit einfach nur den Kamin ausmachen. Wir müssen vermutlich den Kamin dafür ansprechen. Okay, den Kamin mit Wasser löschen, nicht wahr? Die Feuerstelle ging aus und der Ort wurde plötzlich dunkel. Okay. 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 Ich wurde, dass einer von euch hier drauf passt, kann das sein? Okay, wenn sie über einen gehen, dann klatschen sie einen tot. Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie auf die Stelle da müssen. Würde auf jeden Fall irgendwie Sinn ergeben. Auch wenn wir das hätten mit einer leeren Flasche vorher machen können. Aber ich denke, dass wir hier irgendeine Art von Flüssigkeit kriegen. Ja, nehmen wir mal so. Weil viel mehr anderes kann man ja auch nicht machen. Oder wir müssen halt raus, was keinen Sinn macht. Komm mal hier lang. Ja, komm mal nochmal. Komm mal hier lang. Ja, genauso möchte ich euch haben. Ich brauche irgendeinen, der schneller ist als der andere. For fuck's sake, ich komme hier vermutlich... Was zu tun? Oder muss ich den richtigen da drauf stellen? Okay, wenn ich hingehe und die anquatsche, knacken die mich weg. Das ist jetzt am blöd. Oder muss ich die ansprechen, wenn die darauf sind, dann fliegen die quasi durch den Ofen. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, Rätsel. Verrat es mir. Oh, komm schon. Zack. Jo. Okay. Und schieß Feuer. Ja, weil die nicht bei denselben Platz haben könnten, ne? Okay, wenn ich da hingehe, snatchen die mich direkt weg. Oder ich muss ihn vorne da reinstoßen. Das probiere ich jetzt auch nochmal. Boah, ist das schwierig, Freunde, ey. Und ich dachte, hier kommt voll das Pizzle-Puzzle-Rätsel. Einmal die leere Flasche, bitte. Mal das Licht aus, bitte. Ja, komm mal her. Wo bist du? Hier bist du. Komm mal einmal hier hoch, bitte. Komm nochmal hier hoch, bitte. Shit, okay. What to do? Gibt einem aber auch keiner Clues, ey. For fuck's sake, okay.
Ich nehme an, Wasser nimmt er sowieso nicht an als Farbe. Okay. Vielleicht können wir mit dem Wasser aber noch mehr machen. Ja, schüttet doch mal da rein, Mädchen! Sei jetzt so schüchtern. Oh! Das hätte ich aber auch dezent einfach haben können! Immer diese Kack, du bist gerade raus, Jumpscare-Kacke, ey! Kriegt mich jedes Mal die Scheiße! Guck mal. Ich bin der Kronleuchter. Oh, leck mich am Arsch, ey. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn da drauf? Ich meine, ich bin drauf gekommen, duh, aber... Oh, ich dachte mir einfach nur so, vielleicht kann ich ihn mit Wasser bespritzen, weil der Kamin ja nichts hat. Nichts. Kollege, jetzt habe ich dir aber genug Farbe besorgt, dass du mal deinen Arsch hier mal wegbewegst. Oh, oh, schwarze Farbe. Oh, oh. Mit dieser Farbe alleine kann ich schon Leben kreieren. Mit meinem Arm, mit meinem Stift. Zeige ich dir die Geheimnisse der Göttlichkeit. Ich bin auf das Gemälde gespannt. Toll. Behold, das ist meine Kunst. Das Kind, das ich geboren habe. Vielleicht habe ich jetzt keine Zweifel mehr. Götter, Dämonen, nimm diese verrottete Seele als Nahrung für die Kunst. Okay. Du, das hätte auch einfacher laufen können. Lass ihn putzen. Oh, ich so. Ich will aber jetzt mir nochmal anschauen, was da hinten im Räumen... Okay. Was hier hinten so im Räumchen drin ist. Weil hier ist hundertprozentig ein Spiegel und den möchte ich mir dann doch schon mal dezent gönnen. Okay. Schauen wir mal in den Spiegel rein. Die Erinnerung gönnen wir uns jetzt noch. Vor einem Monat. Eine geheime Basis. Hey Michiro, willkommen in meinem Atelier. Atelier? Das ist doch nur eine Bruchbude, von der du bestimmt hast, dass sie dir gehört. Komm schon. Natürlich haue ich hier ab, sobald irgendein Manager-Typ oder so vorbeikommt und mir sagt, dass ich abhauen soll. Aber ich kann zu Hause nicht malen. Also hoffe ich, dass sie das einfach mal vorbeiziehen lassen. Deine Mutter hasst Kunst, oder? Ja, und ich weiß noch nicht mal warum. Aber Mama wird immer richtig wütend, wenn ich male. Bestimmt irgendwas zu tun mit ihrem Mann. Also muss ich draußen malen, im Geheimen. Ja... Ist irgendwie schon gruselig. Das scheint so komisch. Vor allen Dingen, da du echt gut bist, Ayato. Kunst ist echt schön. Du kannst irgendwelche Welten kreieren, die du dir ausdenkst auf diesem weißen Gemälde. Ohne, dass sich die Realität runterzieht. Oder dich davon abhält. Dinge, die nicht real sind. Oder Dinge, die schon weg sind. Sie können in der Kunst weiterleben. Ich hatte meine ältere Schwester, weißt du? Hatte? Ja, nicht mehr. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile 7 Jahre her. Der Körper des Mädchens wurde im Spiegelsee gefunden. Sie haben darauf geschlossen, dass es... also sie haben vom Stand der Leiche aus auf Mord geschlossen. Aber sie haben den Kriminellen nie gefasst. Und? Ja, das Mädchen war meine Schwester. Oh, krass, okay. Und der Tag, an dem ich dich am Spiegelsee gefunden habe, war der Tag ihres Todes. Also, nachdem ich ihr Grab besucht hatte, bin ich zum See gegangen. Ah, okay, das war das. Oh, naja, wie sage ich das jetzt? Ein Mädchen da ganz alleine, die mich in meinem Kopf irgendwie an meine Schwester erinnert hat. Ich musste dich einfach ansprechen. Du meinst mich? Ja. Anscheinend hatte meine Schwester auch so die Angewohnheit, in den Spiegelsee von Zeit zu Zeit mal reinzuschauen. Ihr habt beide auch dieselbe offene Attitüde. Also blunt heißt eigentlich sowas wie basic. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, sondern googelt's. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. blunt heißt sowas wie grob. Zum Beispiel.
Ihr habt beide diese kleine grobe Attitüde und lächelt nie, als ob euch nichts amüsieren könnte. Fühlt sich irgendwie so an, als würdest du mich beleidigen. Pass auf, es ist wahr. Okay, um ehrlich zu sein, ich habe eine Anfrage an dich, Michiro. Ich werde mal direkt zum Punkt kommen. Willst du für mich modeln? Also willst du Modell für mich stehen? Modell für ein Gemälde? Ja. Ich will die Erinnerungen und Züge meiner Schwester, die ich in dir sehe, in das Gemälde packen. Es wäre auch irgendwie cool, wenn du mir ein süßes Lächeln geben könntest. Pff, keine Chance. Dachte ich mir. Nun ja, ich frage dich nicht, ich bitte dich nicht, dass du da einfach nur sitzt. Es ist okay, wenn ich mir einfach nur dein Gesicht anschauen darf, während ich male. Ich denke, das ist okay. Danke, das hilft wirklich. Ich bin mir sicher, dass es Schicksal war, dass ich dich getroffen habe. Meine Schwester in meiner Erinnerung und du gerade jetzt. Ich möchte diese beiden Dinge zusammenmalen. Tu, was du magst. Das ist irgendwie peinlich. Okay, muss ich mich jetzt wieder selber umbringen? Was haben wir hier? Ein Feuerlöscher. Der scheint ziemlich alt zu sein, okay. Willst du mal nicht malen probieren, Michiro? Shiro. Wie ein weißes Gemälde. Das ist ein wundervoller Name. Shiro heißt, ich glaube, weiß oder Schnee. Nee. Wie heißt sie, Alter? Yuki oder Yukiko. Ich meine, Yuki heißt Schnee. Shiro müsste dann einfach nur weiß sein, meine ich. Ich hasse es. Okay, es scheint so, ich hasse es. Es sorgt dafür, dass viele denken, dass er nicht mehr hinter mir ist. Haha, das kann ich mir vorstellen. Du hast wirklich die Persönlichkeit meiner Schwester. So, was haben wir denn hier sonst noch? Flaschen mit unbekanntem Inhalt. Können die fürs Gemälde sein? Was haben wir hier? Fotoalbums. Was haben wir hier? Fotoalbums, Fotoalben. Okay. Okay. Ist schwer, so ein Teddybär. Oh, der. Das ist irgendwie ein Memento von meiner Schwester. Eigentlich mag ich Plüschtiere nicht so. Also solltest du mir ein bisschen Liebe geben, Michiro. Kann ich raus? Ne, ich kann nicht raus. Was ist hier oben? Einfach nur ein Fenster. Art Supplies. Mit dir habe ich schon geredet. Hier gibt es noch nichts. Okay, ich habe jetzt so ziemlich alles einmal angequatscht, oder? Okay, das bringt also alles mal so nichts. Kann ich den Fire Extinguisher echt nicht nehmen? Okay. Okay. Also, der ist ja ein bisschen gefährlich. Der alte Feuerlöscher explodiert. Direkt in das Gesicht vom Schiro. Was ich einfach mal glaube, und das werfe ich jetzt einfach mal ans Ende des Videos, so als kleine Endidee, was das Ganze angeht. Das mache ich jetzt sofort, hä? Aber das kennen wir alle schon. Auch wenn sie immer noch fühlt, als wären ihre Knochen gebrochen von der Explosion, hat sie keinen Kratzer im Gesicht. Ja, nach unserem Treffen am Spiegelsee haben Ayato und ich uns hin und wieder getroffen. An dem Tag sind wir in seine Secret Base gegangen. Ich habe von seiner Schwester erfahren und ich wurde sein Modell. Diese Person, Ayato, hat eine große Bedeutung für mich. Liegt da der Silberschlüssel? Kann das sein? Kann das sein? Ja. Ich spiele gerade wieder mal übelst geleckt, von daher. Gut, dass wir jetzt mal so langsam zum Schluss kommen. Na, das Spiel richtig gut am Laggen war gerade. War wieder so wie am Anfang, aber ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Ich bin ganz ehrlich, wir haben es ja vor allen Dingen gesehen an den anderen Charakteren, die Erinnerungen nicht haben zerbersten lassen.
sondern das waren wirklich Erinnerungen. Was ich mir bei ihr ganz gut vorstellen kann, ist, dass diese Erinnerung passiert ist, aber sie durch einen, ich sag mal, Selbstmord da irgendwie raus wollte. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen zerbricht auch der Spiegel, weil die Erinnerung damit so nicht vollendet gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Und ob die anderen ihre Erinnerungen so besser akzeptieren, indem sie den Spiegel nicht zerbrechen lassen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da auch nicht irgendwie anders raus. Von daher, wir gehen mit unseren Erinnerungen deutlich anders um als die anderen. Und was ein richtig kranker Plot-Twist wäre, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum, ich glaube auch nicht, dass es der Fall sein wird, ist, dass dieser junge Ayato irgendwas Krasses dann mit ihr macht, sie umbringt oder so eine Scheiße. Aber sowas bezweifle ich einfach, weil so wirkt der Typ auch auf jeden Fall nicht. Sondern ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommt. Wir haben super viel Background-Story gehört, das Spiel macht echt Laune. Und wie gesagt, sorry, dass es jetzt irgendwie eine halbe Ewigkeit gedauert hat, bis es wieder kommt. Aber wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch auf Part Nummer 3. Tut wieder gut, im Biz back zu sein. Ich setze mich jetzt erstmal ans Rendern, damit die Folge schön, richtig schön hochkommt. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es Dienstag sein wird, wenn die Folge hochkommt. Wir haben jetzt gerade Montag. Ich werde jetzt nebenbei noch den letzten Part des Streams hochladen. Vielleicht kommt der auch irgendwann heute Nacht mal an. Je nachdem, wie schnell das Rendern dauert oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht wirklich Laune, der Teil, und ich bin froh, dass ich jetzt heute weitergespielt habe. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Part. Hat Spaß gemacht, ich habe mich gegruselt, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr hattet Spaß. Mein Name ist Andy, das war Blank Dream Part 2, Download-Link wie immer in der Beschreibung, falls ihr erstmal selber daddeln wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!